In welchen Ländern gibt es Signicat? Signicat hat gestartet in Norwegen mit unserem Hauptquartier in Trondheim und ist inzwischen Marktführer in den skandinavischen Ländern. Wir haben Büros in Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, aber auch in den Benelux-Ländern und durch Akquisitionen, die wir letztes Jahr gemacht haben, auch in Spanien, den baltischen Ländern und in Rumänien. Portugal war und oder? Portugal, genau, richtig. Wir haben ein Entwicklungszentrum noch in Portugal, richtig. Ja. Und Sprung über den Atlantik ist geplant? Unsere Lösungen können generell weltweit eingesetzt werden. Das hängt natürlich von den Identitäten ab. Ich habe Signicat unterstützt über 35 EIDs. Das ist unser Kerngeschäft. Aber nicht überall gibt es elektronische Identitäten. Und für diese Länder und Situationen, ob Atlantik oder Asienseite, da verwendet man dann typischerweise Methoden, die einen Ausweis scannen und andere biometrische Verfahren dazu. Aber unsere Lösungen können da auf jeden Fall auch eingesetzt werden, klar. Ready to onboard the world. Ja, und wir haben Kunden, die nutzen uns weit über den europäischen Bereich hinaus. Ja.